Hi Leute, die zweite Weekend-Box ist gerade angekommen, also jetzt die vom Januar 2014. Und ja, nach dem letzten Video, also nach euren Reaktionen zumindest, kam das Video ziemlich gut an. Deswegen habe ich gedacht, ja, mache ich das noch diesmal wieder. Und ja, ihr habt gefragt oder ihr habt euch gewünscht, dass ich mehr von den Produkten gleich testen soll. Das Doofe ist nur, dass, also einige Sachen habe ich auch verschenkt. Also ich glaube den Schokoaufstrich und den Tee und ich glaube die Chia-Kugeln, diese Süßigkeiten, habe ich verschenkt. Deswegen konnte ich die gar nicht testen. Und das wusste ich auch noch nicht, als ich das Video gemacht habe, was ich davon verschenke und was ich behalte. Deswegen, ja, war das ein bisschen schwierig. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken. Diesmal werde ich vielleicht einige Sachen probieren, je nachdem, was denn diesmal drin ist. Und ja, ich kann ja auch immer im nächsten Video sagen, was mir im der letzten Box besonders gut oder besonders nicht gut gefallen hat. Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben hier, weil das war ja auch eine ganze Menge. Also der Mandelriegel war lecker, die Love Choc sowieso, die Maronen auch, aber ja gut, da kann man auch nicht viel dran falsch machen, denke ich jedenfalls. Der Seitanriegel war echt super lecker. Also ja, wie gesagt, da bin ich immer am Bio dann vorbeigelaufen. Aber doch, war echt gut. Und die Körpercreme, ja, die benutzt Dietlind auch eher. Ich glaube, die finden sie toll. Ich benutze die höchstens mal, um meinen Kopf einzucremen. Ansonsten nutze ich die gar nicht. Was mir nicht gefallen hat und was ich lustig fand, weil genau das Gegenteil eigentlich in den Kommentaren stand, war der Nougat-Ring. Wir haben, glaube ich, zwei oder mehr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mindestens zwei haben geschrieben, dass der Nougat-Ring total lecker war und so. Fand ich jetzt irgendwie nicht. Also der war irgendwie ganz schön doll, fettig und ja, war irgendwie nicht mein Geschmack. Also der war auch ein bisschen unwohl danach, sage ich mal so. Aber gut, kann ja auch nicht immer alles perfekt sein. Dann hat noch einer gefragt, ob ich die Vegan Box gratis bekomme. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Also ich bekomme sie nicht gratis. Ich habe sie wie jeder andere auch gekauft. Würde ich die gratis bekommen, würde ich es auch sagen. Also ich bewerbe hier eigentlich, in meinem Kanal will ich eigentlich nur Sachen bewerben, von denen ich wirklich selber überzeugt bin und die ich auch selber kaufen würde. Und nicht, dass ich irgendwie was geschenkt kriege jeden Monat und dann mache ich als Gegenleistung dafür ein Video oder so. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das denn geschenkt bekommen habe. Habe ich auch schon mal gekriegt, irgendeinen Käse habe ich schon mal geschenkt gekriegt. Ja, so. Diesmal weiß ich gleich, wie sie aufgeht. So. Ich sehe schon Provermel Mandel drin. Egal, machen wir ohne Zettel. So, hier wieder die Osterdeko. So. Famitra Soja Frikadellenmasse. Rein pflanzlich, proteinreich. Soja, Eiweißkonzentrat, Pferd mit Karamell, Buchweizen. Interessant, ja, das ist wieder was, was ich wahrscheinlich erst später teste. Vielleicht teste ich das auch in einem Video. Ja, könnt ihr ja mal unten reinschreiben. So. Was ist das hier? Hanfu mediterran. Ach, ein Brotaufstrich. Der ist seltsam aus. Der löst sich irgendwie von der Seite immer. Ach, ein Brotaufstrich aus Hanfsamen. Verfeinert mit Tomaten und Oliven. Das ist ja mal geil. Glutenfrei, ohne Geschmacksverstärker, laktosefrei. Omega-Fettsäuren. Ja. Cool. Den probiere ich vielleicht auch gleich. Aus den Chips. Raw Purple Corn. Kale? Was ist Kale? Grünkohl, oder?
Air Dried Vegetable Snack with Sugarfoot Loaded Crunchy Cashew Sauce. Was? Dein Englisch ist super. Grünkohl, Cashewnüsse, Nährhefe, lila Maisextrakt und Mehl, Himalaya-Salz. Also Grünkohlchips. Nicht schlecht. Schokospritzkekse. Ja, die will ich auch gleich mal. Reismilch. Also die Reismilch auch machen. Das hier? Nein, das nicht. Naja. Oh, ein Deo. Super, meiner ist fast alle. ja. Santi, Deo Roll-On, Akai oder Achai Energy. Alkohol. Ja, auf jeden Fall ohne Aluminium, wie sich das gehört. Von den restlichen Zutaten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber cool. So. Marshmallows. Cream Mellows Vanille. Geil. Obwohl ich früher eigentlich nie Marshmallows gegessen habe, als ich noch Milch und so weiter getrunken habe. Weiß auch nicht. War mal so fluffig, aber es ist cool, dass es das in vegan gibt. Glucose, Fructose, Wasser, Laktose, Maisstärke. Ja, cool. Na, komm her. Oh, Seife. Oh ja, habe ich gar nicht viel zu Hause. Lemongrass. Von Savondou. Ja, super. Die teste ich auch nicht jetzt, glaube ich. Einmal Provermel Mandeldrink. Ja, kann ich, glaube ich, auch später probieren. Wahrscheinlich kennen das die meisten von euch mal schon. Was ist das hier? Conf. Ist das ein Snack? Nee. Sieht so aus wie Cornflakes eben, aber es ist ein Reis-Quinoa-Snack. Gesüßt. Glutenfrei, ohne Ei, cholesterinfrei. Reis, Zucker, Quinoa, Kanava, was auch immer das ist. Was ist das jetzt? Ist das Cornflakes oder was sind das? Oder ist das einfach nur so zum... Wo kommen sie her? Knusperspaste zwischendurch, also einfach nur so ein Snack. So abends vorm Film zum Beispiel. Ja, sehr gut. Und die natürlich vegetarisch, die ich jetzt zweimal habe. Ist ja toll. Liegt die jedes Mal dabei? Nee. Ist ja toll. Ich bezahle jetzt 3,50 für eine natürlich vegetarisch. Obwohl ich die ja eigentlich eh krieg, weil ich beim Bebo. Weil ich beim Bebo bin. Ja. Tja, was weiß ich, was mache ich damit? Lege ich auf Arbeit irgendwo hin oder so. Da freut sich vielleicht jemand. Ja, das ist ein bisschen, das finde ich jetzt ein bisschen doof irgendwie, dass man jetzt eine Zeitschrift kriegt, die man wahrscheinlich, also wahrscheinlich, ist schon nicht wahrscheinlich, oder? Dass man die eventuell auch schon hat. Naja, was soll's, kann man nicht ändern. Bei sowas wäre das jetzt egal. Ich meine, dann hätte ich halt zwei Packungen Marshmallows. Würde ich halt beide essen, aber bei der Zeitschrift soll ich die zweimal lesen dann, oder? Naja, egal. Hanf und Dattel. Achso, jetzt noch ein bisschen Werbung. Ja. So. Probiere ich jetzt alles, dann mache ich jetzt hier ein paar Packungen auf und was. Einen Aufstrich koste ich jetzt nicht, was mache ich denn? Das erzähle ich dann im nächsten Video, wie der war, einfach. Aber die Grünkohlchips würde ich schon gerne mal kosten. Ja. Dann probiere ich mal.
Also das ist die Packung. So. Ungefähr hier fangen die Chips an. Ja, das ist, glaube ich, bei normalen Chipshütten auch meistens so, so eine kleine Mogelpackung. Aber, au. Oh, die schmecken ja echt lecker. Ich glaube, das muss ich mal selber machen. Cashewnüsse, Grünkohl, Nährhefe, ein bisschen Mehl und dann einfach trocknen. Kann nicht so schwer sein, aber oberlecker. So, das kriegst du auf. Mach das auf hier. Alter, das ist krass. Die sehen so aus wie diese Billigkekse aus dem Aldi, die es dann immer in diesen großen Packungen gab. Mit allen möglichen anderen Keksen. Ja. Aber lecker. Ich mach die Reismilch sowieso. Also schon perfekt. So. Ja, den Deo. Probiere ich jetzt nicht. Das ist klasse, alle Tüten aufreißen. Ja. Also ich habe die damals ja schon ein paar Mal gegessen, wenn es die irgendwo auf einer Party mal gab oder so. Ich meine, dass die genauso geschmeckt haben. Halb fluffig und süß. Ja. Doch, ist jetzt nicht so schlecht. Mal gucken, wie teuer die sind. 65 Gramm. Billion. Free Mellows. Ach, ich bin gar nicht mehr drauf. Das ist ja toll. Fantastic Foods muss ich gucken. 3 Euro. Na gut, das ist, glaube ich, ist auch Bio, ne? Nee. Ist nicht Bio. Das hat er auch irgendwer gefragt. Da ist irgendwie nicht alles Bio wohl. Ja, Soja-Frikadellenmasse ist auch nicht Bio. Aber denn 3 Euro? Na gut. Ich glaube, vegane Süßigkeiten sind auch im Allgemeinen so teuer. So. Die noch alles miteinander essen, das ist klasse. Wenn ihr die Tüte aufreißen wollt und dann macht ihr so und lässt ihr das Tüte kaputt. Dann bin ich da immer so vorsichtig. Ah. Die schmecken wie. Woran erinnert mich das? Natürlich. Kenne ich von früher, schmecken wie diese Kellogg's Max. Ja, die habe ich auch mal gegessen. Die schmecken eigentlich fast genauso. Wenn die Form anders wäre, könnte man die verwechseln. Also wenn ihr damals Max immer einfach so gegessen habt, ohne Milch, dann sind die wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Ja, das war's auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt zu den einzelnen Produkten, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben.
Und ja, dann werde ich halt, wenn ihr irgendwie die Zutatenliste haben wollt, dann schreibe ich euch das. Ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu viel werden, wenn ich von jedem Produkt die Zutatenliste vorlese. Und ja, ihr könnt mir auch schreiben, ob ich hiervon ein kleines Testvideo machen soll, also so ein kleines extra Video einfach. Ansonsten würde ich die einfach so testen und dann nächstes Mal sagen, wie die waren. Letztes Mal war auch was zum Kochen dabei, ne? Die Falafel. Die Falafel hatte ich auch gemacht. Und die waren auch lecker eigentlich, aber da waren irgendwie so grobe Stückchen drin und das hat beim Beißen, also war das war ein bisschen komisch, das war irgendwie zu knusprig, also weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum da so grobe Stückchen drin waren. Ja, aber ansonsten waren die auch nicht lecker. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.